So, also schauen wir uns das OS 2060 an, Symmetry and Draw Direction, in dieser Datei, die wir jetzt gerade erstellt haben, den Control Arm. Also wir haben jetzt praktisch Kräfte und Lagerbedingungen aufgebracht und haben das Ganze auch mit der Topologieoptimierung versehen. Jetzt wollen wir diese Topologieoptimierung noch ein bisschen anpassen und verschiedene Parameter daran austesten. Also zum Beispiel wollen wir jetzt eine Minimum Member Size einführen. Minimum Member Size sagt aus, wie dick praktisch die minimale Größe der Streben sein muss, die die Optistruct-Verstärkung eben mit sich bringt. Und wir erstellen das praktisch hier im Analysis Optimization Panel unter Topology in dieser Karte, die wir vorhin erstellt haben. Und da klicken wir jetzt nochmal zur Sicherheit auf dieses Deskvar doppelt drauf und dann können wir die Design Prop auswählen. Und jetzt wissen wir ganz sicher, wir sind jetzt in der Design Prop, die wir vorhin erstellt haben und gehen jetzt auf Parameters. Ein Parameters hat hier Minimum Member Size oder Min Memp. Da können wir jetzt einmal auf den Toggle-Schalter klicken und dann eine Größe eingeben. Das Tutorial sagt jetzt hier 16 mm, wollen wir jetzt mal eingeben, das werden wir mal so tun. Und dann klicken wir mal auf Update. Das nächste, was wir machen wollen, wir wollen eine Draw Direction eingeben. Eine Draw Direction hat den Sinn, dass wir eine Bearbeitungsrichtung vorgeben. Wir können verschiedene Draw Directions vorgeben, Single, Double, Split, sonst wie. Also normalerweise ist immer None eingestellt, also keine Draw Direction. Wir werden jetzt eine Single Draw Direction einstellen. So, und wie machen wir das jetzt? Wir wollen jetzt praktisch eine Bearbeitungsrichtung zulassen, und zwar die nur hier vertikal in Z-Richtung arbeitet. Und dann nehmen wir den Anchor-Knoten ganz unten und den Z-Knoten, den First-Knoten, First-Node, den ganz oben. Dann haben wir praktisch diese Z-Achse definiert. Und als Obstacle wollen wir die Property NoDesign eben auswählen. Also hier NoDesign auswählen. Wenn ihr den Design nicht abwählen könnt, nicht mit Linksklick, sondern mit Rechtsklick deselektieren. Gut, Select drücken und auf Update klicken. Wenn dann links unten dran steht, the design variable has been updated, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ansonsten gibt es irgendeinen Error, den man sich dann noch überlegen könnte, woran der liegt. So, als nächstes wollen wir noch eine Symmetrie-Randbedingung eingeben. Und in dem Fall werden wir das folgendermaßen machen. Wir gehen jetzt hier auf den Radio-Button Pattern Grouping. Und das stellen wir hier jetzt auf One-Plane Symmetry. Also ihr seht hier, man hat die Möglichkeit, unter planaren Symmetrie-Randbedingungen zu wählen und zyklischen, also wahrscheinlich kreisrunden, sich wiederholenden Mustern, zum Beispiel bei der Erstellung einer Felge oder sowas ähnliches. Hier wollen wir praktisch nur eine One-Plane Symmetry haben und die zwei Knoten, die wir dafür brauchen, stellen den normalen Vektor der Ebene, der Spiegelebene dar. Das heißt, wir werden jetzt hier folgendermaßen vorgehen, wie das Tutorial uns befiehlt. Anchor Node Node 1 und First Node Node 2. Und dann gibt es hoffentlich hier irgendwie etwas Sinnvolles. Also hier habe ich diese zwei Knoten und wie ihr seht, definieren die einen Vektor, der ungefähr parallel zur X-Achse ist. Und infolgedessen einen, sagen wir es mal, eine Symmetrie-Randbedingung mit einem normalen Vektor der X-Achse eine Ebene eben erstellt. Das ist auch schon alles, was wir machen müssen. Und wir klicken hier auf Update und dann auf Return. Jetzt haben wir zwei Sachen erstellt. Wir haben gesagt, der soll nur von oben bearbeiten und das soll eine Symmetrie-Randbedingungen erzwingen, und zwar in der Richtung der, der YZ-Ebene. Gut, das wäre es eigentlich schon, also für diese zwei Parameter. Wir können es wieder auf Optistruct drücken und dann wieder auf Run. Dann schauen wir mal, was für Optimierungsergebnisse das Solver jetzt für uns bereitstellen. Was mir noch auffällt, ist, dass die Datei aus dem Tutorial viel feiner vernetzt ist als unsere. Leider ist es so, dass wir jetzt hier keine Geometrieinformationen drin haben und aufgrund dessen nicht feiner vernetzen können, indem wir einfach nochmal neu vernetzen. Aber wir können mal versuchen, die Elemente zu splitten, also praktisch
nochmal zu unterteilen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gleich klappt, deswegen wollte ich das jetzt am Ende vom Video vielleicht versuchen. Schauen wir uns erstmal an, was das Optimierungsergebnis sagt. Und hier wieder in der Design-Datei mal den Kontoplot angeschaut. Wieder zur letzten Iteration. Da sieht man schon, leider auch recht schlecht, aber man sieht es ein Stück weit, dass er von einer Richtung, nämlich der positiven Z-Achse aus, bearbeitet hat. Und ja, mit der Symmetrierandbedingung würde ich mal sagen, ist ein bisschen schief gelaufen, aber das kann auch sein, dass hier dieser Vektor nicht direkt symmetrisch war. Also es wird wahrscheinlich eher so eine Symmetrieebene hier in diese Richtung sich ergeben haben. Aber das macht nichts. Also vom Prinzip her sind mal beide Funktionen in dem Video gezeigt, oder ja. Und jetzt gilt es einfach mal darum, mit diesen ganzen Optionen ein bisschen zu spielen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, wenn ich welche Option belasse oder welche Option ich hinzuführe, was das dann auch für meine Fertigung heißt. Gut, ich würde sagen, lassen wir es mal dabei und